Jetzt geht es darum, im Windows Movie Maker 16.4 Videos einzufügen. Siehst, dass du hier einige dieser Ribbons hast, in einzelnen Elementen. Und wir gehen jetzt aber auf Startseite und wählen hier Videos und Fotos hinzufügen. Man könnte auch hier jetzt hergehen, wenn noch nichts eingefügt ist, mit der linken Maustaste draufklicken und schon komme ich in einen Ordner, wo ich schon Videos hinterlegt habe. Man kann hier mehrere Videos auf einmal einfügen und du siehst, es werden hier verschiedene Dateien angezeigt, auch Fotos schon. Ich möchte hier aber Videos einfügen. Und empfehlenswert ist es, vor allem ab Windows 8 dann hier MP4-Videos einzufügen. Also mit Extension.mp4. Und ich habe hier Figuren zum Beispiel und habe hier Rosenvideo. Mit gedrückter Steuerungstaste kann ich diese Videos auswählen, klick auf Öffnen. Und jetzt passiert dann etwas, er fügt es dann ein. Wenn er das Video noch nicht eingefügt hat, würdest du dann da unten sehen, dass er hier dann daran arbeitet, es anzupassen. Wenn ich jetzt hierher gehe, kann ich hier dann durchblättern und man sieht dann hier auf der linken Seite, wie das Ganze dann dargestellt wird. Ich könnte das auch von der Größe her verändern. Man sieht, dass ich hier ein paar Bilder im Garten aufgenommen habe. Zwei Videos in dem Fall hier, die ich jetzt hier eingefügt habe. Nochmal ein Hinweis, ganz wichtig, Videos möglichst nur im MP4-Format einfügen. Wenn du kein MP4-Format hast, also beziehungsweise ein Video hast, das nicht ein MP4-Format ist, gebe ich dir gleich im nächsten Video einen Hinweis, wie du mit dem kostenlosen Programm Xmedia Record diese Videos dann in dieses MP4-Format konvertieren kannst. Dazu mehr dann im nächsten Video.